Hallo, und ehe ich dieses Let's Play beginne, habe ich hier eine ganz kleine Szene für euch, die ich quasi innerhalb meiner vier Wände aufgenommen habe. Und ich sehe, dort vorne ist eine leere Arena. Oder auch nicht. Okay. Es sah bloß so leer aus. Macht nichts. Nichtsdestotrotz, ich habe hier einfach bloß etwas vor, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar, es ist eigentlich relativ unspektakulär. Ich habe hier dieses hübsche Traumato. Ich wundere mich gerade, wieso es keinen Spitznamen von mir gekriegt hat. Werden wir gleich ändern. Dieses Traumato wird nämlich auf den wunderschönen Namen Dreamy hören. Und ja, ich habe fleißig Traumato-Bonbons gesammelt und ich wollte diesem kleinen Kerl einfach eine Art Entwicklung gönnen und habe mir gedacht, dass ich das live aufnehme, weil das wirklich meine erste Ingame-Entwicklung eines Pokémons ist, also innerhalb dieses Spiels und ja. Wird wahrscheinlich relativ unspektakulär sein. Ich habe es auch noch nie bei anderen YouTubern mir angeschaut, weil ich mich da nicht verspoilern lassen wollte. Und wir gucken einfach mal, was passieren wird. Und ja, ich möchte Dreamy entwickeln. Genug Bonbons haben wir ja. Okay. Es ruft. Es leuchtet. Es verschwindet in einem Energieball. Und ein hübsches Hypno. Wow. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch ein Pokémon im Pokédex hinzugefügt dadurch. Finde ich echt cool. Und ja, das ist unser Dreamy. Es kann Zen-Kopfstoß und Spukball. Schön. Ich wüsste bloß gerne mal den Wert. Also KP 64 ist nice, ist nett. Wow, Alter. Seht euch das mal an. Ist das nicht ein Traum? Junge! Also ich würde sagen, ich gönne auch unserem Dreamy ein kleines Power-Up. Okay, ich wollte zwar noch ein bisschen. Wow. Das ist doch mal eine lustige Schnapszahl. Ich glaube, ich lasse es sogar. So, erstmal. Vorerst zumindest. Man kann ja immer weiter fleißig Sternenstaub sammeln und Traumato-Bonbons. Und ich finde, das hat eigentlich so seinen Soll, also seinen Sinn und Zweck, quasi erfüllt. Und Wahnsinn! 1000 Erfahrungspunkte haben wir gekriegt. Cool. Das ist echt cool. Und ja. Ich würde sagen, dann mache ich hier an dieser kleinen Stelle einen Cut und ich hoffe, ihr bleibt dran, wenn ich dann gleich mein Let's Play bzw. mein Gameplay hinzufüge. Und viel Spaß dabei, wünsche ich euch. Auch wenn es vielleicht an manchen Stellen ein bisschen laut sein könnte wegen Wind und so. Hallo und schön, dass ihr dran geblieben seid nach unserer Entwicklung von Dreamy. Und zwar hatte ich schon Sorge, dass die Server ausfallen, aber ich bin im Spiel und hier ist der erste Pokéstop. So. Okay. Wir haben den ersten Pokéstop erreicht. Und ich bin gespannt, welchem Pokémon wir begegnen werden auf unserem Weg. Am liebsten würde ich eigentlich eine Arena sogar mal besetzen wollen, weil ich unbedingt mal kämpfen möchte. Aber ich befürchte, da haben wir dafür einfach die schlechten Karten. Und was den Ingame-Sound angeht. Ich denke, diesmal dürfte es gehen.
In der letzten Folge hatte ich das leider ein bisschen vermasselt. Entschuldigung. Aber diesmal sollte es wie gesagt gehen. Und wir nähern uns auch bald dem zweiten Pokestop. Aber vorher andere Straßenseite. Und da muss ich etwas gucken. So. Jetzt bin ich da drüben. Heute ist es zum Glück ein bisschen ruhiger und eieiei. Wunderschön. Ihr habt jetzt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Ich sollte meinem Bruder vielleicht mal sagen, Achtung, ich nehme auf. Bitte keine Nachrichten schicken, sonst sieht ganz YouTube das. Aber gut, mache ich vielleicht das nächste Mal. Jetzt ist es leider zu spät. Ich meine, ich könnte es rausschneiden, aber naja, was soll's, es ist halt live. Beziehungsweise, oh weia. Ich werde gerade zugespammt. Nichtsdestotrotz. Ich laufe einfach mal unbeirrt weiter. Und werde wieder wunderschön toll angeguckt. Wobei hier zum Glück nicht so viele begegnen würden wie in der Innenstadt. Also in der Innenstadt und dann aufnehmen, das wäre irgendwie, weiß nicht, ein bisschen merkwürdig. Aber so geht es eigentlich, denke ich. Auf jeden Fall sind wir gleich beim zweiten Pokestop. Und wir haben bis jetzt nur Pokémon gesehen. Schade, schade. Ich würde auch tierisch gerne mal ein Pokémon sehen, was wir noch nicht haben. Und ich befürchte, dass der Wind wieder tierisch laut sein könnte. Aber wir sind erstmal beim Pokestop, was sehr, sehr gut ist. Und ich ahne Schlimmes. Das sieht nicht gut aus für uns. Ach doch, da haben wir aber Glück gehabt. Und ganze 4 Pokebälle. Ich habe zwar noch Restguthaben, die ich für Pokémon Go ausgeben wollte, aber ich dachte mir, gut, spar's erstmal dein Geld. Das ist für Notfälle sozusagen, wenn ich es wirklich brauche. Ich glaube, irgendwann wird der Punkt sein, an dem ich einfach keine Pokebälle mehr habe. Und mir denke, was soll's. Und ich glaube, das könnte recht bald sein. Dort vorne ist wieder eine Arena außerdem von Team Blau besetzt. Wieder. Zwischenzeitlich war es mal Team Rot, glaube ich. Team Gelb, glaube ich, auch. Und ja. Ich könnte theoretisch die unterstützen. Ja. Das könnte ich. Und ich glaube, ich guck mal bei der anderen Arena. Die ist Team Gelb. Ich guck mir mal die Arena an. Taubos, kriege ich hin, kriege ich nicht hin, kriege ich überhaupt nicht hin. Okay, also diese Arena kriege ich auf jeden Fall nicht gebacken. Schade. Hätte mich jetzt schon gereizt, aber ich würde sagen, huch, wo bin ich denn? Hier. Wir steuern mal dieses... Ah, Alter. Oh Mann. So viel kann man noch gar nicht schreiben. Naja. Auch gut. Wie gesagt, ich steuere jetzt die Arena an und werde wahrscheinlich Dreamy doch mal reinsetzen. Einfach, damit wir es mal gemacht haben. Und irgendwas wird schon dabei rauskommen. Hoffe ich. Aber was ich gut finde, ist, wenn man sein Team unterstützt oder eine Arena besetzt, kann man 10, also pro Arena und pro Tag 10 Poke-Münzen verdienen. Was schon mal ganz gut ist. Und ich gehe jetzt einfach mal weiter.
Muss jetzt aber aufpassen wegen anderer Straßenseite. So, jetzt bin ich auf der anderen Straßenseite und wir dürften eigentlich gleich in Reichweite kommen und ich bin echt so froh, dass ich nicht an das Tor muss, beziehungsweise richtig rein zum Friedhof. Das fände ich dann schon ein bisschen strange. Aber an dem Friedhof muss ich sowieso vorbei, halbwegs, und da ist auch eine Straßenbahnhaltestelle und das ist nicht ganz so schlimm, wenn man wenigstens vorbeigeht. Aber ich bin hier so ein bisschen seitlich, also nicht gleich dann am Tor, sondern eher, ja, wie soll ich sagen, an der Wand. Gut, hier ist die Arena von Team Blau. Ein Rosana ist drin, ein Hypno, noch ein Hypno, läuft. Kann ich die... Doch, hier. Hä? Das ist komisch. Ich wollte eigentlich die Arena unterstützen. Aber irgendwie kann ich es, glaube ich, nicht. So. Ich vermute schon fast, dass es jetzt ein Kampf wird. Oder? Oh Gott. Oh mein Gott. Das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Nein. Warum? Warum? Und es leckt. Es backt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schande. Also Rosana könnte ich, glaube ich. Aber ja. Und das wird lustig. Unser erster Kampf und ich bin... Wow, Alter! Oh Gott! Oh Mann! Das ist schon ein bisschen fies. Oh weia, weia. Oh Gott. Naja, wenigstens Rosana ist weg. Aber Hypno werden wir definitiv nicht überleben. Deshalb, ich bin feige, ich gebe es zu. Ich werde... Nee. Ich habe es aufgegeben. Aber wenigstens haben wir nette Erfahrungspunkte bekommen. Ich weiß bloß nicht, wieso ich die eigentlich nicht unterstützen kann. Das ist mir jetzt ein Rätsel, weil ich bin ja eigentlich auch Team Blau. Das ist ein bisschen komisch. Oder vielleicht kann bloß eine begrenzte Anzahl von Spielern ran. Das kann natürlich auch sein. Aber gut. Dann war das wenigstens unser erster unverhoffter Arena-Kampf. Und ja, mehr oder weniger gut oder eher schlecht. Und ja. Was soll's? Aber gut, wir haben's versucht. Auch wenn ich eigentlich gar nicht in den Kampf wollte. Aber ich überlege wirklich gerade die ganze Zeit. Ich meine, es war Team Blau. Ich bin Team Blau. Also wieso zur Hölle ging bloß kämpfen und nicht unterstützen? Das ist mir so... ein bisschen schleierhaft. Wie so eine kleine Schleierwolke, die sich in meinen Geist irgendwie reinsetzt. Na egal. War jedenfalls eine Erfahrung wert. Und wir haben schon wieder keine einzigen Pokémon hier. Obwohl welche angeblich in der Nähe sind. Okay. Warum auch immer. Ist nicht so schlimm.
Wir finden schon unsere Pokémon. Und wenn es erst so ist wie beim letzten Mal, wo wir erst am letzten Pokéstop waren und dann erst die Pokémon kommen. Ich hatte eigentlich vor, mal doch vielleicht sowas wie Rauch zu testen, aber da ich schon fast Sorge hatte, ob ich überhaupt ins Spiel komme, dachte ich, nee, lass mal lieber. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heikel gewesen. Und wir nähern uns dem nächsten Pokéstop, dem dritten im Bunde. Okay. Wir sind da. Dann können wir hier einsammeln, wenn es geht. Betonung auf wenn. Und es sieht nicht gut aus. Es sieht wirklich nicht gut aus. Wir können auch nichts machen. Versuche es später nochmal, Natol. Ich stehe aber jetzt am Pokéstop. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Man sagt ja, alle guten Dinge sind drei. Und es funktioniert, Gott sei Dank. Oder habe ich jetzt einen Tag vor den Abend gelobt? Oh Gott. Nein. Aber es ist ein gutes Zeichen, dass schon mal das Bild erschien. Gut. Jetzt warte ich mal. Wir drehen ganz vorsichtig. Passiert was? Nein. Dieser Pokéstop ist tot. Ein toter Pokéstop. Super. Ah. Der will uns einfach nicht weiterlassen. Och, Gott sei Dank. Dann hat es ja doch geklappt. Ich wollte schon aufgeben. Gut. So. Dann gehe ich mal weiter. Und das war wirklich ganz schön knapp für den Pokéstop. Richtig, richtig knapp. Und wir haben noch kein Tierchen getroffen. Finde ich ein bisschen blöd. Die mögen uns einfach nicht. Die mögen uns überhaupt nicht. Aber ich hoffe ja, dass die auftauchen, wenn wir am Pokéstop sind. Am nächsten. Dass wir bald sind. Aber es tut sich nichts. Was ein bisschen doof ist. Richtig, richtig doof. Ich meine, mehr als reden kann ich ja nicht. Wobei ich es wirklich schon krass finde, welche Level schon manche haben mit ihren Pokémon und allgemein. Puh, da muss ich mich ganz schön ins Zeug legen. Die könnten aber vielleicht auch Shop-Items benutzt haben, wie das Glücksei. Denn da bekommt man auch massigweise an Erfahrungspunkte. Aber hier ist wie gesagt ein Shop-Item.
Naja, gut. Hier ist jedenfalls eine Arena. Von Team Gelb besetzt. Aber die besetzen wir nicht. Vorerst nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn die Pokémon stärker sind. Aber jetzt erstmal nicht. Das heißt, wir laufen jetzt ganz gemütlich zum letzten Pokéstop. Und wird es jetzt ernsthaft der erste Part, wo wir kein einziges Pokémon sehen? Das ist aber doof. Ich meine, ich kann es nicht ändern. Ich kann sie mir ja nicht herzaubern. Wäre schön, wenn. Oh, was war das? Ein Hornio. Von mir aus. Nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht habe, oder? Oh Gott. Na super, jetzt ist es auch wieder weg. Das war jetzt gemein. Richtig gemein. Ich habe mich schon gefreut. Oh, da ist es wieder. Na gut. Aber es backt gerade furchtbar rum, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da hätten wir beim Kämpfen, beziehungsweise beim Fangen auch nicht so gute Karten. Ich frage mich, ob es vielleicht ein Glitch war an der Arena vorhin, wo wir bloß kämpfen konnten statt unterstützen. Es würde jedenfalls das erklären. Gut, auf jeden Fall sind wir beim nächsten Pokéstop angelangt, was super ist. Und dieser Pokéstop muss nur noch funktionieren. Was er aber nicht tut. Blöderweise. Das ist ziemlich blöd. Es glitscht rum. Da ist auch wieder das Hornliu, was wir uns nicht schnappen können. Oder doch schnappen können. Okay. Also es glitscht. Es ist, naja, gut. Es sieht ganz gut aus. Jetzt könnten wir vielleicht unser Glück versuchen. Immer noch versuche es später noch einmal. Erinnert mich so ein bisschen an den Satz, den ich immer im Google Play Store sah. Immer noch versuche es später nochmal. Ach komm, komm. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Immer noch dasselbe. Ich wechsle mal kurz meinen Standort, vielleicht geht's dann. Ach, noch ein Hornlio. Jetzt kommen die gerade aus ihren Löchern. Und das geht einfach nicht. Mann. Das ist ziemlich ärgerlich. Dieser Pokéstop macht mich fertig. Das hat wahrscheinlich vorhin echt bloß mit viel Glück funktioniert. Jetzt zeigt es schon wieder bloß eine weiße Wand an. Nein, es glitscht. Das ist. Und guck mal, dort vorne ist schon wieder ein Hornliu. Gut. Dann gucke ich mal, ob das Spiel wenigstens. Okay. Dann fangen wir uns wenigstens dieses Hornliu. Na, du bist aber gemein. Bleib drin. Bleib drin. Ausgeblitzt. Und geflohen. Na super. Ich probiere jetzt nochmal diesen Pokéstop. Aber es sieht
immer noch nicht gut aus. Nee. Ich glaube, dieser Pokestop, also SpongeBob und ich, wir werden heute nicht Freunde. Naja, gut. Ich möchte es jetzt auch nicht. Was war das? Noch ein Hornlio, okay. Na gut, aber ich möchte das Ganze jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, wie ich an diesem Pokestop verzweifle. Deshalb mache ich Schluss für diesen Part. Und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr gerne einen Kommentar mir dalassen. Ein Abo wäre auch toll. Genauso wie ein Daumen nach oben. Wenn ihr mögt. Ich zwinge ja niemanden dazu. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja, danke fürs Reinschalten. Ciao!